C'est un grand honneur de m'adresser à vous ce soir, dévoilant cette exposition sans précédent en Allemagne de 14 artistes visionnaires français. Herr Landrat, Herr Bürgermeister, Herr Museumsdirektor, meine Damen und Herren, es ist für mich eine sehr große Ehre, mit Ihnen heute Abend zusammen diese Ausstellung zu eröffnen, von 14 visionären Künstlern aus Frankreich. L'idée de cette exposition a germé avec le professeur Lindner en 2008 dans notre maison à Rome, lors de la préparation de l'exposition rétrospective de Jean-Pierre Belli, que certains d'entre vous ont pu voir ici même au musée. L'Ausstellung ist vor 2008 aufgekommen in unserem Haus in Rom, zusammen mit Herrn Professor Lindner, bei der Vorbereitung zur Rétrospektive über Jean-Pierre Belli, die einige von Ihnen vielleicht vor 2 Jahren hier im Haus gesehen haben. Il est vrai que l'art et la gravure allemande ont profondément influencé nos artistes. Cette présente exposition réunit la crème de la crème des graveurs français. Elle n'aurait pas pu voir le jour sans le prêt généreux de Madame Broca, propriétaire de la galerie parisienne homonyme, galerie qui a exposé sur près de 40 ans les artistes visionnaires. Pratiquement tous les artistes de l'exposition ont exposé sur ces murs. C'est un grand honneur de l'avoir parmi nous ce soir. Je salue aussi M. Marc Caron, prêteur des œuvres de Dado et Lundgren. Deutsche Kunst und Grafik zutiefst unsere Künstler beeinflusst haben. Diese erste Ausstellung hier in Deutschland versammelt sozusagen die Crème de la Crème oder wenn Sie wollen, das Sahnehäubchen der französischen Grafiker. Sie hätte nicht stattfinden können ohne die großzügige Unterstützung von Madame Dutter, die Inhaberin der gleichnamigen Galerie in Paris ist und die über mehr als 40 Jahre diese Künste auch ausgestellt hat. Fast alle Künstler, die hier in der Ausstellung zu sehen sind, haben in ihrer Galerie ausgestellt. Und es ist eine große Ehre für uns, dass sie heute Abend bei uns ist. Ich begrüße ebenfalls Herrn Alain Margaron, der Leihgeber ist der Bilder von Dado und Lundgren und dessen gleichnamige Galerie in Paris mit die besten Ausstellungen in unserer Hauptstadt anbietet.